Wir sind heute bei der Kloppenburger Tafel und wie man sieht, sind jede Menge Leute da, die sich neu anmelden wollen, um Lebensmittel von uns zu erhalten. Die Masse derjenigen, die auf uns zustürmt, ist also noch höher als in der Flüchtlingskrise 2015-16. Da kam ja auch sehr viel aus Syrien und aus dem Irak. Aber hier die Zahl der Menschen aus der Ukraine sind noch höher und die haben noch weniger vorzuweisen, als die damals hier waren. Heute Morgen waren auch schon einige Inländer da, die mittlerweile knapp bei Kasse kommen. Und durch die gestiegenen Preise, die jetzt ja schon im Handel zu sehen sind, kommen die wieder her. Eben sagte mir eine Frau, ich muss jetzt wiederkommen. Ich bin vor 2 Jahren bei Ihnen letzte Mal gewesen. Danach ging es ganz gut, aber jetzt kneift es so. Ich muss kommen, damit ich hier für 2 Euro meine Lebensmittel einmal die Woche bekomme. Wir bekommen Ware aus den einzelnen Discountern oder von den Geschäften aus Kloppenburg und die werden jetzt sortiert nach Fleisch, Käse, Gemüse, vegetarisch und dann werden später die Waren alle aufeinander gepackt, also von diesen verschiedenen Artikeln und dann nachmittags, wenn die Ausgabe kommt, können die dann aus diesen Artikeln den Menschen eben halt ihre Sachen geben. Hilfe brauchen wir im Bereich Verteilung. Nachmittags bei der Lebensmittelausgabe, da können sich also noch Interessenten melden.